Man hatte dann einen Fernseher gemietet. Den hat man im Labor aufgestellt. Da ist eine ganze Gruppe, technisches Personal, Sekretärinnen, Studenten und so, haben dort die Mondlandung miterleben. Wir haben uns eigentlich überhaupt keine Sorgen gemacht, dass das Mondfolien-Experiment dass das so richtig funktioniert. Meine Sorge war eigentlich mehr darum, ob die Astronauten am Schluss wieder zurückkommen. Bern hat relativ viel bekommen von diesen Mondproben. Das heisst, meine Aufgabe wäre, Tritium zu untersuchen. Das ist ein radioaktiver Wasserstoff, der mit einer Halbwertszeit von 12 Jahren zerfällt. Und wenn man das misst, an Meteoriten oder an Mondproben, hilft das, eine Zeitmarke zu setzen, wie lange eine Probe überhaupt eine kosmische Strahlung ausgesetzt ist. Ich würde sagen, einen ganz signifikanten Bruchteil der Mondproben, die wir bekommen haben, ist von mir für das Britium-Projekt verbraucht worden. Und der Grund ist nicht, weil ich so wichtig war oder weil man mich so hoch, meine Qualitäten so hoch eingeschätzt hat, sondern es war einfach notwendig. Um so viel Zerfall zu bekommen, hat man relativ, also mindestens ein Gramm oder noch mehr, Mondbrot müssen verheizen, um das rauszukommen. Eines der Highlights war schon das COLISA-Experiment, wo wir das interstellare Gas zuerst mal direkt messen konnten. Und zwar hat man das eigentlich schon vorher probiert. Also der Geiss und der Bühler haben ein Experiment geflogen mit der Long Duration Exposure Facility, also mit einem riesigen Körper, den die NASA in die Erdumlaufbahn gebracht hat. Und dummerweise ist das Experiment, das ist ohne Verschulden von den Berner Leuten, ist das mit der NASA in die Hose gegangen. 10 Jahre später habe ich mit Russen zusammengearbeitet, vom Space Institute in Moskau, und die gefragt, ob sie interessiert wären, da mitzumachen. Man könnte das Experiment wiederholen. Wir haben noch von diesen Berylliumfolien. Die Russen waren sehr interessiert. Der Berner Beitrag ist vor allem darin bestanden, dass man die Folien präpariert hat. Und die Russen haben so eine einfache Kollektorkamera aufgebaut und das Ganze nachher auf dem Mir montiert. Also auf der Raumstation Mir mussten die Astronauten aussteigen und die aussen hermachen, herschrauben. Die Risiken, die die Astronauten sich da ausgesetzt haben, die waren enorm. Ich meine, sie konnten ja selber entscheiden, ob sie raus wollen oder nicht. Aber am Schluss hätten wir uns noch Vorwürfe machen müssen, dass wir die ganze Sache angestiftet haben. Und das wäre nicht passiert, das ganze Experiment, wenn wir das nicht angeregt hätten. Und am Schluss hat die NASA, dann haben sie noch miteinander gut verkehren, die Folie zurückgebracht, wie einen Film, den wir hier im Labor analysieren konnten. Und dort haben wir die Isotopenzusammensetzung vom Helium oder den Fluss vom Helium im interstellaren Raum daraus herausdüfteln können. Ich glaube, die Messungen, das sind bis jetzt die einzigen, die man direkt machen konnte, auf diese Art. Und mit wenig Geld, also die Russen haben dann für, sagen wir, 1/100 von dem, was wir sonst haben müssen, auslegen für irgendwelche Raumexperimente, haben die das zusammengepasst. Ich muss zuerst kurz sagen, was das Genesis überhaupt ist. Da hat man eine unbemannte Sonde mit verschiedenen Substanzen als Einfangmaterial, so wie das Aluminium mit der Sonnenwindfolie und das Berylliumoxid beim COLISA. Hat man dort noch andere Materialien verwendet, für den Sonnenwind einzufahren. Und das hat man während 2 Jahren auf dem Lagrange-Punkt L1, also der, der 1,5 Millionen sozusagen Sonnenwind aufwärts gegen die Sonne steht, hat man die Sonde dort hergebracht und mehr als zwei Jahre dort exponiert und nachher zurückgebracht zur Erde. Und dummerweise ist dann bei der Landung, die auf Fallschirmen stattfinden soll, sind die Fallschirme nicht aufgegangen. Die Mission ist sozusagen im Sand von Utah-Wüste versplittert. Aber zum Glück haben sie die Leute von der NASA die Sachen doch einigermaßen zusammensammeln. Eigentlich hat man praktisch das ganze Programm, das man vorhatte, können durchführen mit diesen Folien. Und das war natürlich interessant, weil das sind ja nicht
wie beim Apollo-Experiment nur ein paar Tage Expositionszeit gewesen, sondern man hat auf ganz speziellen Targets hat man können, jahrelang Sonnenwind einsammeln. Mir dünkt der Sonnenwind speziell interessant, weil es Proben gibt von der Sonnenatmosphäre. Die Sonnenatmosphäre hat man ja schon lange, also seit den 40er Jahren oder so, können mit optischen Methoden chemische Zusammensetzung untersuchen. Aber Isotopenzusammensetzung, die eigentlich sozusagen ein mehrdimensionales Bild liefert, nicht nur so ein zweidimensionales Bild von der Sonne und ihrer Geschichte, kommt man erst, wenn man eben die Isotopen misst.